Hallihallo und willkommen zurück zu Dragon Age Origins. So, heute machen wir uns daran, den Schleier zu reparieren, beziehungsweise Sophia Dryden wird das tun. Wir müssen sie dabei beschützen vor angreifenden Dämonen. Vorher noch schnell den Stufenaufstieg bei Pyronos machen. Natürlich wieder in Klugheit und Geschicklichkeit. Ich glaube, Geschicklichkeit machen wir bis etwa 36. Weil damit können wir dann alle unsere Talente erlernen. Was nehmen wir denn dieses Mal? Ja, 36 ist das Höchste, sieht man hier bei 2 Waffenbeherrschung, was man da braucht. Schlösser knacken könnten wir noch. Ich glaube, wir nehmen Momentum, weil dadurch können wir dann beim nächsten Mal den Wirbelsturm erlernen. Und das ist eigentlich ein ziemlich schöner Angriff, also. Momentum finde ich jetzt nicht so dringend nötig, aber den müssen wir halt machen. So, dann mal los. Sophia spinnt den Faden sozusagen für den Schleier und wir töten die Dämonen. Die wollen sie natürlich daran hindern. Also kommen sie nicht mehr aus dem Nichts hier in die reale Welt. Gucken, wie viele hier jetzt kommen. Ja, die erste Welle ging noch, die war ja noch nicht so allzu hart. Jetzt kommen schon höhere Schatten, die dürften schon ein bisschen schwieriger werden. Oh, schön umgeworfen haben sie uns da. Hey, nicht auf Win. Das ist eine alte Frau. So, da hinten ist nur einer. Eigentlich könnten die den auch alleine schaffen. Denke ich mal so, ja, da liegt er auch schon. Na denn. Ah, jetzt kommen Aschegeister. Die sind, glaube ich, noch ein Zacken schärfer. Aber mal sehen. Noch haut ja alles hin. Also hier sieht man dahinter Vin fleißig am Hantieren. So ein bisschen zumindest. Minimap verdeckt das so halb. Okay. Gab es noch eine Codex-Aktualisierung zum Aschegeist? Brauchen wir aber nicht lesen. Ist halt irgendwie so eine Dämonform, die doch recht stark ist. So, was haben wir hier? Dämon der Wollust als Boss. Na, das dürfte doch denn wohl der Endgegner hier sein. Hoffe ich zumindest mal. Oh, der haut hier mit Kältekegeln um sich. Kältekegel natürlich sehr gefährlich. Wirklich starker Zauber hier. Einer der stärksten im Spiel überhaupt. Der friert ja die Gegner ein und ich glaube, wenn man dann irgendwie einen kritischen Treffer oder so erzielt. Ui, so wie eben bei Pyronos wahrscheinlich. Dann fällt man um. Da konnte man nur überhaupt nichts machen. Da war, glaube ich, erst eine eisige Berührung und dann gleich ein Kältekegel hinterher. Keine Zeit gehabt, um überhaupt irgendwas zu heilen. Aber wir haben ihn geschafft. Quest ist aktualisiert. Ja, unser Schurke steht auch wieder auf. Sophia hat das Quest. Ja, den Questmarker über den Kopf. Also da können wir gleich mal hin. Schleier ist repariert. Die Dämonen kommen also nicht mehr nach Soldatengipfel und dementsprechend ist Soldatengipfel oder die Wächterfestung hier wieder sicher. So, alle Buffs erneuern. Dann gucken wir mal, was der droppt. Dämon der Wollust. Ah, 3,5 Gold. Na gut, ist natürlich nicht schlecht, aber ich hatte ja gehofft, dass so ein Bossgegner wenigstens ein schönes Item droppt, aber falsch gedacht.
Na, was sagt uns denn Sophia jetzt? Es ist geschehen. Euer Schleier ist stark. Dieses Wesen hat sein Wort gehalten. Jetzt wird dieses Wesen gehen. Es gibt viel zu tun. Ihr hattet Avernus nicht erwähnt. Der Magus war unbedeutend. Ihr habt euren Zweck erfüllt. Nicht so schnell, erst bekommt Levi seine Antworten. Aber fragt schnell! Großmutter, Sophia, wusste sie über die Blutmagie Bescheid? Ja, Avernus war mächtig und überaus nützlich. Es half ihren ehrgeizigen Plänen. Hören wir mal weiter. Aber meine Großmutter war eine Heldin. Zumindest glaubte sie das. Ihr Plan war, die Welt der Wachen zu beherrschen und den tyrannischen König zu stürzen. Jene der Gerechtigkeit zuzuführen, die sie hintergangen hatten. Ihr Vetter Arlen war scheu und hinterhältig. Jahre bevor sie die Natter durchschaute. So, so, Sophia war die Base des Königs. Der alte König starb ohne Nachfahren und das Haus Dryden hatte es auf die Krone abgesehen. Aber der junge Arlen wurde von den Machthabern für in ihrem Sinne formbar gehalten. Diese Narren. Dryden war mächtig, charismatisch, klug und wurde übergangen. Sie ließen ihr die Wahl. Tod oder die Wächter. Sie ließ sich Zeit. Sie wartete ab. Und lebte weiter. Der junge König Arlen verbreitete Angst und Schrecken. Und Dryden plante seinen Sturz. Doch Arlens Spione waren zu klug. Sie wurde enttarnt und hier fand dann die letzte Schlacht statt. Und ihr, Dämon, wie konntet ihr sie übernehmen? Avernus ließ sie im Stich. Doch Dryden starb nicht. Ungezähmter Stolz, großartiger Schrecken. So kam dieses Wesen. Sollte mehr oder weniger. Und das tut sie auch, denn dieses Wesen besitzt Ehre. Habt ihr für irgendetwas davon Beweise? Könnt ihr ihre guten oder schlechten Taten belegen? Außer diesem Körper hat dieses Wesen nichts. Nur Worte, die im Wind verhallen. Ja, es tut mir leid, Levi. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Unsere ganze Familie hat Sophia immer für eine Heldin gehalten. Die Wahrheit ist, dass sie eine war. Und dann auch wieder nicht. Trotzdem danke. Die Wahrheit. Es ist gut, sie zu kennen. Wir sind nun fertig miteinander. Tja, dann geht mal jetzt. Abmachung ist Abmachung. Sie hat ja ihren Teil erfüllt. Ihr habt es geschafft, Wächter. Der Soldatengipfel ist wieder sicher. Was immer sie auch gesagt hat. Ich glaube, wir werden noch von Sophia Dryden hören. Ich bin nicht sicher, ob das ein besonders kluger Schritt war. Aber es gab keinen Beweis, um meine Familie reinzuwaschen. Bei eurer Großmutter bin ich nicht so sicher, aber ihr seid ein guter Mann, Levi. Ich war so lange auf die Vergangenheit fixiert, auf Antworten. Aber es wäre wohl besser gewesen, wenn ich mein Heim gar nicht erst verlassen hätte. Doch genug davon. Ich bin ratlos. Ihr habt jetzt eine ganze Festung. Ich sollte wohl meinen Beruf wieder ausüben. Kann ich euch irgendwie zum Bleiben überreden? Ihr wisst, dass ich kein guter Kämpfer bin. Aber als Kaufmann tauge ich durchaus, wenn ich das mal sagen darf. Meine Vettern haben einen sicheren Ort zur Lagerung ihrer Handelsware gesucht. Der Gipfel wäre dafür bestens geeignet.
Was die Drydens auch anzubieten haben, es gehört euch. Mit erheblichem Preisnachlass. Sieht aus, als wären wir hier fertig. Eine Dämoneninvasion abgewehrt, ein Stützpunkt der Wächter gerettet und gesichert. Wir leisten gute Arbeit. Ja, wahr gesprochen, Alistair. Die Quest ist absolviert. Der Riss im Schleier geschlossen. Sophias Freunde besiegt. Pakt erfüllt. Wort gehalten. Soldatengipfel sicher und dem Dämon erlaubt, in die Welt hinaus zu spazieren. So. Morgen hat einen Stufenaufstieg. Na dann. Bei ihr natürlich in Maggie und Willenskraft. Tja, welchen Zauber? Stabfokus könnten wir auch geben, aber ich werde ihr jetzt mal den Kältekegel geben. Hatte ich ja schon gesagt, einer der stärksten Zauber überhaupt im Spiel. Einzige Gefahr natürlich, dass die eigenen Leute damit getroffen werden. Das ist, glaube ich, nicht bei allen Schwierigkeitsgraden so, aber hier bei schwer auf jeden Fall ist es möglich. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, wann man den einsetzt. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach, hier den richtig in ihre Taktikrotation einzubauen. Da muss man jetzt echt mal überlegen. Weil das Problem ist natürlich, dass halt wir zwei Nahkämpfer haben mit Alistair und Pyrrhonos. Und die stehen halt immer dicht dran an den Feinden. Und wenn sie da ihren Kältekegel rausballert, dann können die halt davon auch betroffen werden. Was ja dann auch nicht so gut ist. Ja, hier muss ich jetzt echt mal überlegen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das früher hatte. Schwierige Entscheidung, also ich will hier auch nicht zu lange jetzt rumtesten. Ja, ist vielleicht besser, wenn ich es dann irgendwann in der Pause mache, also nach dieser Aufnahme. Weil sonst könnte sich das hier noch ein bisschen hinziehen. Ich bin jetzt absolut unentschlossen. Ich nehme jetzt einfach mal, dass er das nur auf Elite-Gegner oder höher. Obwohl, das ist ja eigentlich auch Quatsch, aber ich stelle das jetzt erstmal so ein. Das werde ich auf jeden Fall noch ändern. Bis zur nächsten Folge, denke ich mal schon, wenn ich es nicht vergesse. Aber wir wollen ja hier weitermachen, also von daher das jetzt erstmal fix so gehandhabt. So, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, mal gucken, ob Levi noch was sagt. Sobald meine Familie eintrifft, habe ich vielleicht etwas Ware zum Verkauf für euch. Ja, das wäre gut und die wird auch eintreffen. Allerdings müssen wir dafür erstmal aus der, hier vom Soldatengipfel weg, wieder in die weite Welt hinaus. Und wenn wir dann das nächste Mal hier wieder eintreffen, dann ist der Soldatengipfel ausgebaut. So, hier haben wir doch das Geheimnis, das der Soldatengipfel noch verbirgt. Da gab es ja 4 Hinweise und Kommandant Asturian hat hier was versteckt. Und da sehen wir es auch schon, eine Kiste. Asturians Lage. Und hier ein schönes Schwert, Asturians Macht, Einhandschwert. So, mal gucken, ob das dem Alistair was bringt. Die Armbrust, naja. Und Gürtel der Schatten. 3% Crit. Und verringert Feindseligkeit. Dazu noch 1,5 Gold. Quest ist absolviert. Du hast Asturians Macht, das Schwert von Kommandant Asturian gefunden. Es war in der großen Halle hinter einer Wand versteckt. Dann gucken
gucken wir mal. So, erstmal den Gürtel der Schatten. Den geben wir auf jeden Fall unserem Pyronos, weil der profitiert natürlich von Crit. Und wenn er auch weniger Feindseligkeit hat, dann gehen auch die Gegner weniger auf ihn. Also beides gute Effekte. Dafür kriegt dann der Alistair sein Gürtel. Und dann können wir gleich nochmal gucken. Das Schwert. Ja, die Grundwerte sind genauso wie der Schwurbewahrer, den er hat. Die Bonuswerte sind natürlich eher auf Schaden ausgerichtet und da sind die 10% auf erhaltene Heilung, die er jetzt im Moment hat, für ihn als Tank eigentlich besser, also lassen wir das mal so. Schade eigentlich, aber vielleicht können wir das Schwert ja auch noch irgendwem anders geben. So, damit hätten wir denn hier alles. Der Schleier ist repariert, das Geheimnis ist gelüftet. Levi hat seine Antworten. Ja, Sophia, einerseits schon noch eine Heldin. Andererseits aber natürlich auch... Ja, hat sie versucht halt den König zu stürzen, um selber an die Macht zu kommen. Und dann halt auch nicht davor zurückgeschreckt, Blutmagie einzusetzen, beziehungsweise in ihrem Wissen wurde Blutmagie eingesetzt durch Avernus den Magier. Das ging aber dann nach hinten los. So, wir rennen Richtung Ausgang. Waren lang genug hier. Ich glaube, ist jetzt Part 4 hier für Soldatengipfel. Ich meine, eigentlich geht's, war kurzweilig. Finde ich auch sehr schönes DLC gewesen. Aber jetzt werden wir dann halt auch in der Hauptstory weitermachen. So, hier haben wir noch nichts Neues, aber wenn wir dann nachher später wiederkommen, dann sind hier im Innenhof der Burg einige Händler und halt so. Na, das ist natürlich ein herrlicher Anblick hier. Also von der Landschaft gefällt mir dies fast mit am besten. In ganz Ferelden. So, dann Richtung Ausgang. Müsste hier gleich kommen. Genau, hier machen wir dann Schluss für heute. Beim nächsten Mal geht's dann an dieser Stelle weiter. Dann auch in der Hauptstory. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst dann. Bye, bye.